Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke, ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Koi-Haltung, Koi-Teichbau und Koi-Bewertung. Und im heutigen Video möchte ich einfach mal wieder eingehen auf die vielen kleinen Fehlerchen, die sich dann in Summe zu einem großen Fehler ausweiten können, der dazu führt, dass ihr mit eurem Teich und euren Fischen mehr Probleme habt als nötig. Deswegen werde ich in diesem Video einfach mal kurz so die wichtigen Punkte durchgehen, die häufig nicht ganz optimal laufen. Fangen wir mal an mit dem Thema Füttern. Es kommt leider immer wieder vor, dass ich an Teiche komme, in denen gibt es dann fette Fische und abgemagerte Fische. Der Hintergrund ist ganz einfach. Zum einen hat es oft damit zu tun, dass die Größenauswahl zu groß ist. Das heißt, das Verhältnis vom kleinsten zum größten Fisch ist nicht optimal, weil das Problem ist einfach, nehmen wir einen großen Chagoi, sagen wir jetzt mal 80 cm, der hat nur einmal Hunger, das ist immer. Und wenn ihr dann beim Füttern auch noch den Fehler macht, dass ihr nur eine kleine Menge füttert, dann wird dieser Fisch das meiste Futter abgreifen und schüchternere Fische und vor allen Dingen auch kleine Fische werden nicht genug Futter abbekommen. Das heißt, alleine durch die Größenauswahl, die ihr im Teich habt, wird es schon schwieriger, alle Fische richtig zu füttern. Und das führt eben dann dazu, dass es einige dicke Fische gibt und andere, die zu dünn sind. Deswegen ist auch mein Tipp, nach Möglichkeit die Range, gerade auch wenn ihr sehr kleine Fische habt, dass die Range nicht zu groß ist. Idealerweise ist es so, nehmen wir mal ein paar Zahlen, wenn ihr 20 bis 50 cm habt oder wenn ihr 40 bis 70 cm habt oder aber 50 bis 90 cm. Die Fluggeräusche bitte ich zu entschuldigen, aber heute sind die Windverhältnisse wieder so, dass wir in der Einflussschneise vom Köln-Bonner Flughafen liegen. Ja, und das heißt, idealerweise ist bei euch die Größendifferenz zwischen dem kleinsten und dem größten Fisch nicht so groß, weil das führt in der Regel dann dazu, dass die ganz Kleinen zu wenig abbekommen und ihr wollt ja eure Fische so halten, dass sie sich bestmöglich entwickeln und dann ist das eher nachteilig. Abhilfe kann hier schaffen, wenn man zum Beispiel unbedingt kleine Fische haben möchte, weil einem das Spaß macht oder weil man sich größere nicht leisten möchte, dass man einfach hergeht und die Kleinen in eine Quarantäne packt. Da braucht man dann ja auch gar nicht so viel Wasser. Idealerweise eine Quarantäne, die dann auch drinnen steht, sodass man die noch heizen kann. Und wenn man die auf 23 Grad heizt und die Fische da einen Sommer oder eine Saison drin hält, dann hat man die schnell auf 40, 45 cm und dann passen die deutlich besser in den Teich und zum Fütterregime, als wenn man sie als 20 cm Fische zu 70 oder 80 cm Fischen dazusetzt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Menge an Futter, die ihr pro Fütterung reingibt. Nach meiner Erfahrung hat es sich bewährt, wenn das letzte Futter erst nach 30 Minuten aufgefressen ist. Das hat auch einfach den Grund, dass die Fische, die ein bisschen wilder sind, das sind die Oshibas, das sind die Chagois und die Karashis, die gehen direkt ans Futter dran und hauen sich die Wampe voll. Und die Schüchternen, das sind häufig Goshiki, Sanke und sowas, die brauchen halt einfach ein bisschen länger. Und damit die dann auch noch ihr Futter bekommen, macht es Sinn, dass eben bis zu 30 Minuten das letzte Futter auf der Oberfläche ist. Und ein weiter aus meiner Sicht wichtiger Tipp ist, dass man eben öfter füttert. Das kann man in der Regel nicht machen, wenn man nur von Hand füttert. Da braucht man dann einen Futterautomaten. Und ich mache es so und das mache ich jetzt seit vielen Jahren und ich habe damit eine super Wasserqualität. Ich habe damit ein super Wachstum aller Fische. Ich fange um 16 Uhr an zu füttern, füttere dann mit dem Automaten alle 2 Stunden und höre um 10 Uhr mit der letzten Fütterung auf am nächsten Morgen. Und dann gibt es von 10 Uhr bis um 16 Uhr kein Futter. Das hat, ich füttere dann nicht, weil dann steht die Sonne am höchsten und dann ist der Schaden, den die Sonne auf der Fischhaut anrichten kann, am größten. Aber dazu gleich mehr. Und dieses Füttern hat mehrere Vorteile. Zum einen haben die Fische nicht so einen Knast, dass die halt so ganz wild ans Futter gehen, sondern die sind deutlich entspannter am Futter. Und es ist natürlich für die Wasserbelastung eine ganz andere Hausnummer, weil ich dadurch die Wasserbelastung deutlich strecke und damit arbeitet mein Filter besser. Die Fische können das Futter besser aufnehmen, besser verdauen. Es ist eigentlich fürs gesamte System die bessere Variante. So, und dann kommen wir auch gleich zu dem Thema Sonne.
Wer sich mal überlegt, wo der Karpfen in der Natur vorkommt, der weiß, dass es in einem trüben Teich ist. So, und ein trüber Teich bedeutet, dass die Einringtiefe der Sonne relativ klein ist. Das bedeutet natürlich auch, dass die Sonnenstrahlen keinen Einfluss auf die Fischhaut nehmen. Und hier vor allen Dingen auf die Schleimhaut, die auf der Haut drauf ist. Denn diese Schleimhaut hat antimykotische, antibakterielle und anti, das dritte vergesse ich immer, also Pilze, Bakterien und, na, ich komme jetzt nicht drauf, ist auch egal, jedenfalls Parasiten, so, das war's. Jedenfalls, das wirkt gegen alles und sorgt eben dafür, dass die Fische nicht so schnell krank werden und das UV-Licht der Sonne macht diese Schleimhaut kaputt und damit werden eure Fische anfälliger für Krankheiten und das wollen wir ja am Ende des Tages nicht. Deswegen sollte man immer für eine Beschattung sorgen oder über Mittag für eine Belüftung, wenn der Teich in der Sonne liegt, damit die Fische möglichst nicht dem prallen Sonnenlicht ausgesetzt sind. Es kann sonst zu Sonnenbrand führen, es führt zu Hautschäden, es führt zum Farbverlust, also lauter negative Sachen hat die Sonne, wenn sie in einem super klaren Koi-Teich auf die Fische runterbrennt. Und die Fische wissen nicht, was gut ist für sie und was schlecht ist für sie. Deswegen müsst ihr darauf achten. Am besten beschatten oder aber zumindest mal mit einem Belüfter, der zentral aufgestellt ist, dafür sorgen, dass da nichts passieren kann. So, das heißt, wir haben Futter. Zum Futter gibt es auch noch zu sagen, es sollte ein vernünftiges Futter sein. Es gibt da einige gute Anbieter. Man könnte zum Beispiel von Nutramare das Futter nehmen, das ist vom David Otto selbst entwickelt. David Otto ist Futtermittelwissenschaftler, wenn der es nicht kann, wer dann? Ansonsten, was ich auch ein gutes Futter finde, ist das Saito vom Harald Bachmann. Auch das kann man super füttern. Und das Malamix von dem holländischen oder belgischen Tierarzt, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, das wird hier in Deutschland über das KBZ, das Koi-Behandlungszentrum in Hattingen vertrieben, ist sicherlich auch ein super Futter, was man gut einsetzen kann. Entscheidend ist eher das Futterregime, also wie ihr füttert, das hat viel mehr Einfluss darauf als das Futter alleine und an sich. Ich bin ein Freund von einer kleineren Körnung, weil einfach dann auch die Verdauung besser ist, weil dann die Körner auch wirklich komplett im Fisch aufgenommen werden und hinten nicht wieder rausgeschissen werden. Wichtig noch zum Füttern, ihr solltet dafür sorgen, dass der Skimmer außer Funktion ist während der Fütterung, damit ihr einfach sicherstellen könnt, dass das Futter auch in den Fisch kommt und nicht im Skimmer und damit im Filter landet. So, damit haben wir Futter, damit haben wir Sonnenlicht. Kommen wir zum Thema Belüftung. Es ist leider so ein Trend, dass viele nur noch im Filter belüften und nicht mehr im Teich. Ich habe schon gesagt, die Belüftung im Teich hat einen positiven Effekt auf den Schutz vor der Sonne. Das andere Problem ist aber, wenn ihr nur einen Belüfter benutzt für den Filter und der fällt aus, dann habt ihr gar keine Belüftung mehr. Und ich möchte es auch hier nochmal in Erinnerung rufen, die meisten wissen es sicherlich, in der Nacht findet die Umkehr der Photosynthese statt. Das heißt, alles, was an Pflanzen, an Algen, an photoaktiven Organismen im Teich ist, produziert über Tag, wenn die Sonne scheint, Sauerstoff. Und in der Nacht zehren diese Organismen und diese Pflanzen Sauerstoff und produzieren CO2. Und das kann im Hochsommer dazu führen, wenn ihr nicht belüftet oder wenn die Belüftung ausfällt, dass eure Fische zumindest mal am frühen Morgen Atemnot haben, wenn nicht sogar einige Fische im Hochsommer ersticken. Und das muss ja nicht sein. Deswegen messt mal morgens früh, bevor es hell wird, den Sauerstoffgehalt oder sicherheitshalber belüftet durch die Nacht einfach euren Koi-Teich, um sicherzustellen, dass es dann nie zu einem zu einer Sauerstoffunterversorgung kommt. Dreckecken. Dekoration im Koi-Teich ist ja schön. Aber Dekoration im Koi-Teich, ob das Pflanzentöpfe, ob das Steinhaufen, jetzt kommt hier gerade so ein Hubschrauber vorbei, in der Luft ist fast mehr los wie auf der Autobahn mittlerweile. Naja, also alles das, was ihr in den Teich reinbringt, was eben Ritzen hat, was Lücken hat, wie zum Beispiel Steinanschüttungen oder sogar Kies am Boden, ist abzulehnen für einen Koi-Teich. Weil es einfach dazu führt, dass die Mikrobiologie im Koi-Teich schlechter wird. Denn überall da, wo nicht durchströmte Bereiche sind, kommt es früher oder später zu einem Verdrecken. Und danach sind dort die pathogenen Keime zu finden, die wir im Koi-Teich nicht haben wollen. Ob das Fäkalkeime sind, Aeromonaden, Pseudomonaden, alles das können wir nicht gebrauchen.
Und das befördert man, wenn man solche Sachen im Koi-Teich hat. Deko ist schön, aber wenn ich Koi gesund halten will, sollte ich darauf lieber verzichten. Temperatur im Koi-Teich. Man muss es leider immer wieder sagen, der Koi ist ein Warmwasserfisch. Das heißt, seine optimale Haltungstemperatur ist zwischen 23 und 25 Grad. Darunter geht, so ab 18 Grad aufwärts geht, dann entwickelt sich der Fisch auch schon ganz gut, aber eben nicht so perfekt wie bei 23 bis 25 Grad. Und ich selbst habe jetzt am, was haben wir heute, den 8.6. und ich habe mal gerade 18,5 Grad in meinem Teich, weil eben die Nächte immer noch so kalt sind und das, was ich mir am Tag reinhole, eben nicht so viel ist, weil ich halt einen tiefen Teich habe und auch ein großes Wasservolumen, ungefähr 94 Kubikmeter. Und dann dauert es verdammt lange, bis ein Teich ohne Heizung richtig warm wird. Jetzt sage ich, okay, dann wachsen die Fische halt langsamer. Dafür ist aber auch mein Risiko, dass was passiert, wenn es zu einem Stromausfall kommt, viel kleiner. Die Kröte bin ich bereit zu schlucken, weil ich eben, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt, will ich auch heute gar nicht weiter thematisieren. Ich der Meinung bin, dass Stromausfälle sicherlich demnächst häufiger vorkommen werden. Aber konstante Temperaturen sind wichtig. Das heißt, solltet ihr einen Teich haben, der stark in der Temperatur schwankt, das ist der Klassiker bei flachen Teichen oder bei Teichen, die eine relativ ausgedehnte Flachwasserzone haben, dann müsst ihr was tun. Denn relativ große Temperaturschwankungen, und ich rede hier von mehr als 2 Grad in 24 Stunden, schädigen das Immunsystem eurer Fische und sorgen dafür, dass die Fische mehr Probleme haben als nötig. Und das behindert einfach eine erfolgreiche Koi-Haltung. Das heißt, wenn wir das Problem haben, dass wir ein beschissenes Frühjahr haben, dass es nicht wirklich warm wird oder am Tag mal richtig warm, aber nachts wieder fast 0 Grad, dann darf euer Koi-Teich nicht zu stark schwanken, sonst habt ihr einfach immer wieder Probleme mit den Koi. Was haben wir noch? Dreckecken hatte ich. Ja, Wasserspiele. Also wenn ihr gerne Wasserspiel, Wasserfall oder was auch immer habt, dann sorgt dafür, dass der nur an ist, wenn die Temperatur draußen wärmer ist als im Wasser, damit dieses Wasserspiel euch den Teich nicht unnötig auskühlt. Andere Situation. Ihr solltet, was die Umwälzrate angeht, so ungefähr, je nach Besatz, einmal in 2 Stunden bis einmal pro Stunde den Teich umwälzen können. Idealerweise habt ihr dafür 2 Umwälzpumpen und nicht eine alleine. Denn geht diese eine Pumpe kaputt, dann passiert das garantiert am Sonntag. Und das würde bedeuten, dass ihr einen Teich habt, der steht und der nicht mehr die Wasserqualität sicherstellt, die ihr für eine gesunde Koi-Haltung braucht. Das nächste Problem ist der Wasserwechsel. Es reicht nicht aus, wenn ihr nur das Wasser nachfüllt, was verdunstet. Das Problem ist einfach, durch die Luft wird Dreck in den Teich eingetragen und nicht alles, was reinkommt, kann eben abgebaut werden über die Filtertechnik. Deswegen braucht es einen regelmäßigen Wasserwechsel. Die minimale Wasserwechselrate, egal was für ein Besatz, ist 10% pro Woche. Und habt ihr einen fetten Besatz im Teich, also Fett ist aus meiner Sicht pro Kubikmeter ein Fisch oder auch 2 Kubikmeter ein Fisch ist schon ein massiver Besatz, dann würde ich 20-30% Wasser pro Woche wechseln, damit ihr einfach diese Stoffe verdünnt und wieder aus dem System rausbekommt. Ja. Zu guter Letzt der heißgeliebte und hochgefürchtete Fischkauf. Der Fischkauf ist heute das größte Risiko bei der Koi-Haltung und ich schüttel immer wieder mit dem Kopf. Es gibt immer noch Leute, die bei Hinz und Kunz und Fritzchen und Fränzchen und weiß ich nicht, Fische kaufen. Da schließe ich Koi-Händler und private Käufer ein. Das Problem beim Koi-Kauf sind 2 Sachen. Zum einen kann der Verkäufer, selbst wenn er der seriöseste Koi-Händler auf dieser Welt wäre, nicht sicherstellen, dass der Fisch, den er euch verkauft, gesund ist. Es ist schlicht und ergreifend unmöglich. Und wenn ich einen KV-Test mache oder einen CEV-Test und es ist nicht nachweisbar, heißt es noch lange nicht, dass es nicht im Fisch vorhanden ist. Gleiches gilt auch für Parasiten, gleiches gilt für Bakterien.
Ich gehe momentan davon aus, dass die meisten Sachen auf jedem Fisch vorhanden sind, aber in der Regel in so einer kleinen Menge, dass sie nicht unbedingt gefunden werden. Und ob es dann in eurem Teich zu Problemen kommt, hängt vor allen Dingen von der Stärke des Immunsystems eurer Fische ab. Und wenn ihr die zuvor beschriebenen Fehler schon alle macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Kreuzverkeimung, die automatisch kommt, wenn ihr Fische aus einer anderen Umgebung einsetzt, der letzte Sargnagel ist, der noch gefehlt hat, um euren Teich dann wirklich in einen Problemteich zu verwandeln. Also wenn ihr gar keine Fehler macht und wenn ihr nur eine Kreuzverkeimung bekommt, indem ihr immer mal wieder von einem Züchter oder von einem Händler euch ein paar Fische dazu holt, dann ist das alles easy. Aber permanent aus verschiedensten Quellen und über die gesamte Saison immer wieder neue Fische einsetzen. Das ist eigentlich der Garant für große Probleme. Denn es gibt immer wieder eine Kreuzverkeimung, das System Teich und das Immunsystem der Fische kann sich nie beruhigen. Und das ist einfach dramatisch, denn wenn es dann in den Herbst geht und aufgrund der sinkenden Wassertemperatur das Immunsystem der Fische sowieso in die Knie geht, dann habt ihr mit fast an hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit dann Probleme in eurem Koi-Teich. Und das will ja eigentlich niemand. Und deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, die Anzahl der Quellen, aus denen ihr kauft, auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Und ich würde hier eigentlich gerne sagen, welche Quellen man tunlichst meiden sollte, weil mir als Sachverständiger sind die natürlich bekannt. Ich darf es aber nicht tun, weil mir sind dann die Rechtsanwaltskosten zu teuer. Aber es gibt leider nicht nur gute Koi-Händler und wie soll ich es vorsichtig formulieren? Nee, ich lasse es lieber sein. Jedenfalls lasst euch nicht von toll gemachten Internetseiten blenden. So viel kann man vielleicht sagen. Ja, Koi-Haltung ist eigentlich einfach, wenn man es weiß, wie es geht. Und wenn man jeden Fehler mal einmal selber gemacht hat und vor allen Dingen aus meiner Sicht ganz wichtig, man muss sich für seine Tiere interessieren. Das ist das Gleiche auch wie mit jedem anderen Hobby. Man muss sich interessieren, man muss bereit sein zu lernen und zu verstehen, was da passiert. Denn ein sich entwickelndes Problem im Koi-Teich kann ich vielleicht noch managen. Wenn ich dann 10 Fische habe, die bakteriell verseucht sind, dann ist es zu spät. Und das kann man alles in der Regel am Anfang leicht bewerkstelligen. Und umso weniger Fehler man macht, umso leichter wird es nachher auch insgesamt mit der Koi-Haltung. Damit bin ich auch schon am Ende dieses kleinen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der ein oder andere wird sagen, alles kalter Kaffee, kenne ich doch alles schon. Ich kann aus Erfahrung sagen, nicht jeder kannte das alles schon und vielleicht kommt ja auch, verirrt sich ja auch mal ein Beginner zu diesem YouTube-Kanal. Jedenfalls freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, euer Robert Jungnischke.